Na denn, dann wollen wir mal üben. Hier stehen die Aufgaben. Ich drücke jetzt gleich Pause-Taste, ihr schreibt die ab. Und wenn ihr die abgeschrieben habt, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr kennt das noch von dem anderen Übungsvideo. Also selber abschreiben, selber lösen und hinterher vergleichen. Ich werde teilweise erklären danach. Ja, ich hoffe, ihr habt's. Na, hier zum Schluss habe ich dann durch 2 zu teilen, weil hier ein stilles Mal dazwischen steht. Das ergibt 1 durch 2, also 1,5. Hier drüben das X auf der rechten Seite lassen. Nicht umschreiben, nicht rumfummeln. Man kommt später nur durcheinander bei größeren Sachen. Ihr könnt später größere Gleichungen lösen, kein Problem. Also ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ne? Hier wieder das stille Mal beachten. Vorläufig sage ich das noch. So, 2 ist gleich X. Leute, wie kann man wissen, ob man das richtig gemacht hat? Ich habe hier nochmal gleich den Link eingefügt und werde es zum Schluss nochmal tun. Wie macht man bei Gleichungen die Probe? Na ganz einfach, indem man einsetzt. Ich mache mal eine Probe, ich zeige das mal für die erste. Eine Probe heißt. Man schreibt es auch hin. Man schreibt x habe ich rausgekriegt, 1,5. Aha. Und man schreibt die schwarze Gleichung ab, aber mit dem Unterschied, dass, und jetzt zeige ich das mal, x ist 1,5, dass man statt des x das hinschreibt, was es dann wirklich wert ist. Also 2, hier steht ein stilles Mal, mal 1,5. Und jetzt weiter abschreiben. Einfach abschreiben. Plus 3 ist gleich 4. Man darf ein Fragezeichen setzen und sagen, na, geht denn das? Werden wir gleich sehen. 2 mal 1,5 ist 1, also ausführlich jetzt 1 plus 3 ist 4. Und wenn das stimmt, also 4 gleich 4, dann kann man sagen, okay, habe ich geschafft. Probieren wir das hier drüben. Probe. Schadet eigentlich gar nicht, aber einen ausführlichen Probelink, guckt dann oder spult nochmal zurück, bis ihr es da habt oder guckt, wartet bis zum Schluss. Ich sage, okay, statt des Xs schreibe ich ja 2. Also abschreiben, was hier oben steht. Hier. Das hier. Das ist die originale Gleichung. Die schreibe ich jetzt erstmal ab, aber mit dem kleinen Unterschied, ne? 5 ist gleich 6 mal, und jetzt habe ich gesagt 2 und dann minus 7. Jetzt kommt Klaps. Hier war es Klaps rückwärts, weil wir Gleichungen rückwärts sozusagen lösen. Jetzt Achtung, aufpassen. 5 ist gleich 6 mal 2 ist nämlich 12. Das muss ich zuerst rechnen und dann minus 7. Und okay, das sieht man. Ne? Okay. Na denn, ich drücke jetzt die Pause-Taste, schreibe noch 2 Aufgaben von dem Stil hin und ihr macht das gleiche dann auch nochmal. Also nachdenken und dann Aufgabe abschreiben, Pause-Taste drücken und Action. Dann sehen wir uns danach wieder. So, da sind die Aufgaben, abschreiben und dann Pause-Taste drücken. Ich mache das auch und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, da bin ich wieder. Müsste sich eigentlich von allein erklären. Leute, Achtung, hier denkt ans Thermometer. Ne? Ich habe 4 Grad plus und wenn ich davon die Temperatur um 8 Grad absaufen lasse, dann komme ich auf minus 4 Grad. Ne? Achtung, schreibt das, ich finde es besser, schreibt das Minuszeichen oben auf die Klammer drauf. Auf den Bruchstrich drauf, dann kann man das nicht so schnell vergessen. Wenn man das zum Beispiel so hinschreibt, also minus 4 Sechstel hatte ich geschrieben. Guckt mal hier, an der Stelle wird es ganz schnell spannend hier. Hier, an der Stelle, zack, zusammengewachsen und dann vergisst man das Minuszeichen. Also ist nicht schön, mach's lieber so. X ist minus 2 Drittel, ich habe gekürzt, ne? Das Minus, man darf das mal einrahmen oder sowas, gar kein Problem. Ich habe hier die Probe gemacht. Einfach gucken, klar. Selber die Probe machen, das schadet nicht. Dann kann man sich sogar Gleichungen selber zusammenbasteln. Hier war es relativ leicht und die Probe hat geklappt, also muss ich nicht drauf eingehen. Ich mache mal noch ein bisschen irre Aufgabe. 2x minus 3 plus 4 ist gleich 100. Und die, ja. Ich möchte mal einen Tipp geben, zusammenfassen. Zuerst zusammenfassen. So, Pause-Taste drücken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, das genügt. Wie gesagt, sonst guckt in den anderen Videos nach. Zum Schluss kommen dann die Links zu den ausführlichen. Also hier, ne, das fasst erstmal das zusammen. Achtung, X kann ich nicht mit puren Zahlen zusammenfassen. Wir sehen uns gleich wieder. Pause-Taste drücken. Na, hat's geklappt? Zusammenfassen heißt minus 3 und 4. Kann ich auch umdrehen. 4 minus 3 ist 1. Jetzt sieht die Gleichung schon wieder aus wie vorher. Keine Bange vor den großen Zahlen. Guckt mal, wenn ich jetzt hier minus 1 abziehe auf beiden Seiten, dann steht hier 2x alleine und hier entsteht 99. Na und? 99 durch 2 sind 99 halbe. Ist doch kein Verbrechen. Ja, man kann die noch umwandeln. Aber
Also in eine gemischte Zahl, aber meistens muss man sie dann wieder zurückverwandeln. Ist eine andere Sache, guckt bei Brüchen nach, ist nicht das Problem. So, jetzt kommen hier lauter Links. Ich hoffe, es hat geholfen und ich glaube, das hat auch langsam Spaß gemacht, wenn ihr es könnt. Wer es nicht kann, nochmal von vorne. Selber hinschreiben macht schlau, angucken macht überhaupt nicht schlau. Also, na denn, es folgen weitere, je nachdem, wie ich Zeit habe. Macht's gut, tschüss.